Freunde, wir haben jetzt mittlerweile Sonntag. Datum weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe am Freitag früh gemäht. Gestern haben wir einmal durchgeholt gehabt. Ich habe jetzt gerade eben noch einmal durchgeholt gehabt. Es ist jetzt, keine Ahnung, gerade Anfang wahrscheinlich. Nein, zwei wird's. Jetzt ist zwar 17. Juli haben wir heute. Und ja, wir haben gerade angefangen zu dreschen. Mit dem Raps geht's los. Also, mir scheißegal, was Leute sagen, welche Distel und Unkraut und tralala. Fickt euch, ganz ehrlich, sowieso. Ist einfach drin. Ist so, fertig. Punkt, aus, war schon immer so, bleibt so. Ändert sich auch nichts, weil wo soll es herkommen? Ich meine, von da drüben fliegt lauter Scheißerei. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall haben wir im Raps angefangen. Der steht da oben. Direkt unten drunter, man sieht vielleicht so wegen den Strafen, das ist jetzt der Raps, wo gedroschen ist. Dann kommt so ein Strafen helleres Gelb, das ist Horben. Dann kommt ein wenig ein dunklerer Strafen, das ist Gerschen. Und unten drunter kommt es wieder ein wenig heller, das ist noch Weiß. Alle Summerungen habe ich alle im Frühjahr reingesehen. Und jetzt geht es uns dreschen. Ja, mal schauen, wie viel es gibt. Es ist kein reiner Raps, also das sei an der Stelle gleich einmal gesagt. Es ist ein Raps da, er ist lang nicht so schön wie bei anderen. Er hat keinen Dünger gekriegt, er hat keine Spritzung gekriegt, er hat nichts gekriegt gegen Schnecken oder dergleichen. Also der ist in den Boden reingekommen ohne irgendwelche Nährstoffe und das ist das, was rausgekommen ist. Es ist scheiße gelaufen, ja, aber das ist der Raps. Ja, es sind ein paar Pflanzen hinab, nicht die Welt. Ein größeres Problem ist eher sowas da. Das ist das Ausfolgedraht vom letzten Jahr gewesen, da haben wir Weiß da hinten stehen gehabt. Der geht halt jetzt wieder mit auf. Das heißt, wir haben jetzt da den Weiß mit hinten. Von daher war ein ganz kleines bisschen ein Flughaben. So ein Wilderhaben, also nicht von meinem, sondern ein Wilderhaben gewesen. Das ist halt recht. Ja, naja, kein perfekter Raps, den ich da hier verkaufen kann. Das ist halt einfach nur so ein Mischmasch. Das ist aber egal. Wir haben ihn eh schon abgeschrieben im Endeffekt. Es war schon darüber diskutiert, ob man da vielleicht komplett nein mulcht. Ich habe gesagt, nö, das machen wir nicht, das ist doch Quatsch. Warum sollen wir den Raps jetzt mulchen? Das ist ja Blödsinn. Wir dreschen da jetzt und ja, dann sehen wir ja, wie er beieinander ist. Dann war er halt eingelochert und führt euch noch an die Viecher. Dann schrute ich noch, gib noch als Zufuhr für meine Schweine oder für die Kühe oder. Ja, Lehrgeld bezahlt, wissen wir jetzt, das hat nicht funktioniert, war scheiße. Raps braucht mehr Pflege. Die Getrassarten, die wo bei uns gängen, Tritikale, Horben, Gersten, Weiß, mehr geht nicht. Dabei haben wir gesagt, da werden wir auch bleiben wollen. Das ist immer schon gegangen, da hast du auch relativ gut ein Erträge zusammengebracht. Und alles, was ein wenig, naja, exotischer darf man eigentlich nicht sagen, weil anderer Bauer das ja alle paar Jahre. Aber halt was ein wenig, haben wir nicht. Naja. Schauen wir einfach einmal. Er hat schon gesagt, wahrscheinlich gibt es nicht einmal keinen Dankful. Ja, selbst wenn. Ach, nur das Futter für die Viecher. Wie gesagt, ich habe es eh schon abgeschrieben. Also von daher. Gucken wir einfach einmal. Das Stroh, was da hinten ist, häckseln wir. Das ist halt ein Haufen Distel dabei. Ich meine, das Rapsstroh ist ja sowieso nicht gescheit. Ich habe gesagt, das können wir häckseln. Eventuell das Habenstroh, was dann, also da ist ja ein Haufen Distel hin, das ist eigentlich recht sauber, das könnten wir vielleicht lose rauslassen und pressen. Und beim Weiß unten muss man mal schauen, ob vielleicht ein wenig was dabei ist. Das sehen wir schon, dass es ein bisschen Stroh auch noch gibt. Ja, mein Heu werde ich morgen zusammenschwaden und eventuell auf morgen Abend pressen und dann morgen noch Tarm holen, also wenn es ein wenig kühler ist. Mal schauen. Ja, dann sieht man schon.